Gemüse, hier ist nochmal, ist ganz frisch, jetzt will ich den haben. Nevi ist einer von unseren zwei Männchen. Tali Bauer ist Koala-Pflegerin und verliebt. Zusammen mit ihren Kollegen von der Wilhelma in Stuttgart tut sie alles dafür, dass es den neuen Mitbewohnern von Down Under an nichts fehlt. Perfektion bis in die exotischen Baumspitzen. Jahrelang hat der Zoo auf diesen Moment hingefiebert. Sind Sie da, ja, oder? Wir haben ihre ersten Schritte begleitet. Say hi, everybody. Mach uns doch mal den Koala. Einige Wochen vor den Koalas ziehen die australischen Pflanzen und Bäume in ihre neue Heimat, die Terra Australis im Stuttgarter Zoo, ein. Chefbotaniker Björn Schäfer gibt alles. So, jetzt müssen wir Gas geben. 3, 2, 1. Ein Einzug mit leichten Hindernissen. Jetzt geht das Gewicht auf die Schulter. Herr Hoffmann, Herr Walter. Die Terra Australis ist eigentlich das alte Affenhaus. Fast 4 Jahre lang hat der Zoo es in Eigenregie umgebaut und bepflanzt. 11 australische Tierarten sollen hier bald schon einziehen. Darunter viele Beuteltiere wie die Koalas. Sie alle lieben große Bäume. Und weil die Zeit zum Wachsenlassen zu kurz war, heißt es jetzt zerren und schwitzen. So. Genau, stopp. Halt hier, wir bleiben. Geht doch. Da ist der Affen, oder? Ja. Den haben wir. Ah, geil. So, hierher. Dahin? Ja. Also die Herausforderung ist die, wir sollen Vegetation aus dem Noosa-Nationalpark in Australien nachbauen. Also wirklich sehr, sehr eng am Originallebensraum von den Koalas. Das heißt, wir bekommen die Daten von der australischen Regierung, organisieren dann das Saatgut und fangen dann meistens ungefähr so 10 Jahre vorher an. Also wir können ja nicht jetzt hier anfangen und dann irgendwie Sämlinge von Bäumen aussehen oder so. Es riecht nach Eukalyptus und Tierpflegerin Tali Bauer hat ein Auge darauf, dass das Gehege für ihre 4 Koalas perfekt ausgestattet wird. Vielleicht klappt es dann ja mal mit Nachwuchs in Beuteln. Jetzt so ungefähr 3-4 Jahre alt sind sie. Das ist auch das Alter, in dem sie Australien auch noch verlassen dürfen. Genau, also im besten Fall züchten wir hier natürlich und haben dann ganz viele kleine Koalas. Ein paar Wochen später sind wir erneut in der Wilhelma in Stuttgart zu Gast. Spät am Abend. Fahrt mit der Zoolimousine inklusive. Der Anlass ist aufregend und eine absolute Premiere. Nach fast 5-jähriger Wartezeit werden heute Abend hier die Koalas erwartet. Auf dem direkten Weg aus Australien. Das muss einfach für die Nachwelt festgehalten werden, findet auch Koala-Pfleger Mario Chindemi. Wir haben schon eingefüttert, die Koalas kommen ja gleich und wir haben schon ein bisschen Eukalyptus eingefüttert. Das ist jetzt die alten Blätter, die ich aufgesammelt habe. Die restlichen Pflanzen sind in so Vasen, stehen schon im Wasser. Und meine Kollegen sind ja dabei gewesen jetzt am Flughafen und haben natürlich schon WhatsApp und wir sind da im engen Kontakt. Und wir sind da alle jetzt wirklich voller Freude, dass es endlich losgeht und kann ich kaum erwarten. Und dann ist er endlich da, der große Moment. Fast 30 Stunden waren die beiden Koala-Pärchen unterwegs, einmal um die ganze Welt, unfassbar. Alle haben breites Grinsen im Gesicht. Ja, sehr happy. Die Koalas im Gepäck, die ersten Koalas, die Stuttgart betreten. Und ja, alles gut gegangen. Und haben Sie mal gespinst in so einem Natürlich, und? Gleich das Erste. Ja, ihnen geht's gut. Sie sitzen zwischen ganz vielen Eukalyptusblättern. Und ja, wir bekommen unser Lächeln eigentlich gar nicht mehr aus dem Gesicht. Ja. Diskret im Hintergrund Michelle, die australische Tierpflegerin. Sie müssen sehr müde sein. Ich bin ein bisschen müde, aber ich hoffe, die Koalas sind nicht ganz so müde wie ich. Und wir sind bereit, sie in ihr neues Gehege zu bringen und ihnen etwas zu essen zu servieren. Jetzt wird es noch mal spannend. Haben die flauschigen Beuteltiere die Reise auch wirklich gut überstanden? Und wie reagieren sie auf die fremde Umgebung, wenn sie erst einmal aus ihren Kästen genommen werden, fragt sich auch der Zoodirektor Thomas Kölpin. Sie müssen jetzt aber keine Angst haben, dass die dann wegrennen, oder? Oh, ein bisschen vorsichtig sollten wir schon sein. Dass sie, wenn der Dreis mal auf dem Baum sitzt, ist schlecht. Yes. Voilà, der erste lebende Koala in Stuttgart. Hautnah. Er zittert. Nein, das bin ich. Meine Hände zittern die ganze Zeit. Hi. Ich werde sie mal reinbringen. Und raus geht es aus der Reisekiste mit Mini-Dschungel in das Quarantänegehege. Wir müssen draußen bleiben. Ist alles okay? Alles prima.
Wir haben ihn in sein neues Gehege gebracht und er hat schon ein bisschen rumgeschnüffelt. Er sieht so aus, als ob er die Reise gut überstanden hat. Das macht uns sehr glücklich. Hallo, Süßer. Wie geht es dir? Oh, du hast auch gegessen. Oh ja, hast du. Und auch diese kleine Koala-Dame hat die Reisestrapazen wohl ganz gut weggesteckt. Say hi, everybody. Sag hallo alle zusammen. Die erste Hürde scheint genommen. Alle haben die Reise rund um den Globus wohl gut überstanden. Herzlich willkommen in Deutschland, mein Liebling. Kommt, Leute. Jetzt müssen erst einmal Mensch und Tier ausruhen. Denn auf sie wartet ein neues Leben mit ganz neuen Herausforderungen in der Terra Australis, in der Wilhelma, in Stuttgart. Ja, so ein Koala ist einfach zuckersüß. Aber fühlt er sich auch wirklich so flauschig an, wie er aussieht? Also so ein Koala ist schon wirklich so flauschig, wie man sich das vorstellt. Vielleicht sogar noch flauschiger. Also die sind wirklich super weich, aber die Krallen, sieht man ja hier auch ganz gut, die sind wirklich sehr, sehr, sehr scharf. Hier vorne sieht man auch ganz gut beim Männchen, die haben ja eine Drüse. Wenn man an der reibt, damit markieren sie die Bäume. Und es riecht wirklich nach Romadur. So, nach Käse riechen sie. Während also Tali Bauer erste zarte Bande knüpft, gehen die Bauarbeiten an der Terra Australis fieberhaft weiter. Gar nicht so einfach, denn die neuen Wilhelma-Bewohner sind zwar putzig, aber auch äußerst lärmempfindlich. Ist mir schon niedlich, ja. Aber also man muss schon sehr vorsichtig mit denen sein. War auch kein Stress gerade jetzt, gerade wo sie angekommen sind. Die sind ja gerade in Quarantäne. Können leicht sterben, wenn man sie noch weiter unter Stress setzt. Deswegen durften wir auch gerade die kleinen lauten Maschinen da unten verwenden. Aus Rücksicht baggern und pflanzen die Arbeiter weiter auf Zehenspitzen. Und unsere frisch gebackenen Koala-Pfleger können ihr Glück immer noch kaum fassen. Es ist noch so surreal, dass wir jetzt tatsächlich Koalas hier bei uns haben. Und jetzt kommt so die, ja, so die Zeit, wo man sich doch so ein bisschen Sorgen macht, ob alles klappt und einfach auch die Charaktere kennenlernt. Aber ja, Strahlen ist nach wie vor da. Wir sind alle noch im Koala-Modus. Ja, besser geht's nicht. Morgens zur Arbeit kommen und da warten vier Koalas auf einen. Ja. Also ja, bester Job eigentlich. Wie war das denn in dem Freundeskreis, als Sie gesagt haben, so, jetzt sind wir Koala-Pfleger? Das war so ein bisschen wie eine Geburt, muss ich sagen, weil alle Freunde einem gratuliert haben, dass wir endlich die Koalas bei uns haben. Und ja, so ähnlich hat es sich irgendwie angefühlt jetzt. So, dann schauen wir mal. Ja. Tali, wie haben die denn gefressen? Gut? Also, über die Nacht haben sie super gut gefressen und das Frühstück eigentlich auch schon ganz gut weggefressen. Ja. Müssen wir nachfüttern noch? Ja, genau. Füttern wir den vielleicht noch so einen kleinen, netten Snack. Ja, also Koalas sind ja absolute Futterexperten, fressen ausschließlich Eukalyptus. Ernähren sich wirklich nur vom Eukalyptus. In dem Fall Eukalyptus robusta. Ja, den mögen die besonders gerne. Und gerade die in der Eingewöhnungsphase, wo die Tiere jetzt auch noch sind, die haben natürlich so ein bisschen Stress. Klar, die müssen sich an uns und an alles Neue gewöhnen, stürzen sich dann bevorzugt auf sowas hier. Die feinen Triebe, genau, das ist so tatsächlich so wie Pralinen, ja, für die Koalas. Mario Chindemi hat bisher als Koala-Pfleger im Duisburger Zoo gearbeitet und ist extra für die Neuankömmlinge hergezogen. Die Menschen, die mit Tieren arbeiten, sind sowieso, ich sag da mal positiv, ein bisschen bekloppt. Ja, und mit Koalas insbesondere sind halt nur eine Handvoll Leute in Europa, die mit Koalas arbeiten. Das ist so eine besondere Schlagmensch und man kann nicht anders. Also wenn man einmal mit Tieren so verwachsen ist, dann macht man solche doofen Sachen. Deutschlandweit gibt es nur 4 Zoos, in denen Koalas leben, eben weil Haltung und Fütterung so aufwendig sind. Dieser Eukalyptus kommt einmal die Woche aus Leipzig und das in rauen Mengen. Immerhin bekommt jeder Koala sein Lebendgewicht in frischen Ästen zu futtern und das jeden Tag. Du bist so schnell mit deinen Gummienten. Die Kleinen haben Hunger, die brauchen was zu füttern. Du hast ja den Lieblings-Eukalyptus gerade hier bei dir. So ein bisschen wie am Fischmarkt in Hamburg. Und dann noch ein bisschen Garni oben drauf. Ich hätte bitte gerne noch Robusta. Ja, warte, kriegst du noch ein bisschen Robusta dabei. Und jetzt gehen Sie ja gleich rein. Wir dürfen ja nicht mitgehen, ne? Mhm. Genau, also unsere Koalas sind ganz frisch hier. Die hatten jetzt schon wahnsinnig viele Eindrücke. Deswegen wir
gehen da selber nicht ständig durch. Und deswegen wollen wir auch den Personenkreis so klein halten, wie es geht. Aber damit da alle was von haben, übernehme ich gleich das Kamerakind. Sogar mit Koala vorne drauf. Das muss natürlich sein. Und los geht's. Koala-Fernsehen, Klappe, die erste. Hey, hallo. Seid ihr wach? Ja, die riechen schon den Eukalyptus. Hallo, Arrow. Schau mal. Dann geht's zu unserem ersten Mann. Das ist unser Arrow. Er ist 2018 geboren. Guck mal, gefällt dir das hier? Wie? Riecht das gut? Ja, ein Eukalyptus ist eigentlich giftig und deswegen fressen die auch nicht alle Blätter, sondern riechen da ganz genau dran, welches Blatt schmecken könnte. Zack, ja, ist ein guter Biss gewesen jetzt. Ja, da schmeckt's schon mal. Haben wir also die richtige Wahl getroffen? Also es ist super schön, jetzt die Koalas so fressen zu sehen, weil das Futter ist einfach das A und O. Und man kann denen keine Pellets geben und auch keine Eukalyptusbonbons, sondern das ist das, was wichtig ist. Und das ist tippitoppi. Falls das Futter doch einmal knapp werden sollte, gibt es Nachschub frisch aus der Wilhelma. Wenige hundert Meter von der neuen Terra Australis entfernt wird nämlich auch hier lecker Eukalyptus angebaut. Markus Hoffmann ist Gärtner und kennt jede seiner Pflanzen beim Namen. Eine Sorge weniger für die beiden Koala-Pfleger Thali Bauer und Marcel Schneider. Denn bei Gärtner Markus gibt es immer was zu holen. Hallo Markus, wo bist du? Hallo. Zwischen dem ganzen Eukalyptus versteckt. Ich brauche was zum Futtern. Ja. Ich habe hinten sind ein paar große, da können wir ein bisschen was wegschneiden. Oh, Vorrat. Übrigens, es gibt weltweit mehr als 700 Sorten Eukalyptus. Und jeder Koala hat andere Vorlieben. Anstrengend. Das Besondere am Eukalyptusgärtnern ist einfach, dass man es sind halt Pflanzen, die kommen von weit weg, ne, aus Australien. Und es ist einfach so aus einer ganz anderen Landschaft, kann man sagen. Und ja, also wir gucken halt einfach, dass wir notfalls so ein, zwei Wochen auch ein bisschen die Tiere versorgen könnten. Wir sehen ja hier einmal auch verschiedene. Einmal dann mit den runden Blättern hier. Und da wissen wir auch, dass sie das ganz gerne fressen. Oder hier sieht man ein bisschen mit dem länglichen Laub. Und wenn wir jetzt ja gerade sehen, es wächst uns sowieso schon unter das Dach, dann bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn die Tierpfleger kommen. Mir kann das dann, weiß dann, okay, ich muss es nicht auf den Kompost schmeißen, sondern es wird verwendet, die fressen das. Und da sind wir doch schon glücklich, ne? Dafür züchten wir das Ganze ja auch. Viele, die zu uns ins Haus kommen, die sagen, boah, bei euch riecht so toll nach Eukalyptus. Aber wir riechen es gar nicht mehr. Nee. Aber wahrscheinlich jetzt echt schon seit ein paar Tagen damit arbeiten. Ja, irgendwie gewöhnt man sich so dann. Quasi, gell? Dann haben die beiden noch einen Termin mit der australischen Koala-Pflegerin, die die Tiere herbegleitet hat. So, Michelle. So, Michelle, herzlich willkommen in unserem neuen Außengehege. Wow, it's beautiful. Oh, es ist wunderschön. Stolz präsentieren Thali und Marcel den sonnigen Freisitz. Schon bald werden die beiden Koala-Pärchen hier einziehen und Michelle fliegt allein zurück nach Australien. Denken Sie, Ihre Babys werden sich hier wohlfühlen? 100%. Sie werden es sehr genießen hier. Da können sie schön hochklettern, gerade wenn es heiß ist, wo ein leichtes Lüftchen geht. Aber den Eukalyptus werden sie auch mögen. Wissen Sie, ich bin schon ein bisschen traurig, aber die Menschen werden meine Koalas kennen und lieben lernen. Und ganz nebenbei werden sie lernen, dass Tiere in Australien gefährdet sind und hoffentlich helfen. Die Terra Australis ist wunderschön geworden, sind sich alle einig. Jetzt müssen nur noch die Tiere einziehen, dann kann er kommen. Der lang ersehnte Eröffnungstag. Es ist schon ein sehr freudiges Ereignis und wo wir es, ja, also so unwirklich, weil wir so viele Jahre darauf hingearbeitet haben, sehr viel Herzblut reingesteckt haben. Vielleicht sitzen wir dann einfach nur an dem Tag irgendwann mit einer Tasse Kaffee da in unserem Pausenraum und atmen durch und genießen einfach mal den Moment. Ja. Wir haben jetzt schon sehr viele wunderschöne Momente. Gerade wenn es stressig wird, dann haben wir so einen Koala-Moment. Und dann sagen wir, hey, jetzt wird es mal wieder Zeit, den Koalas Hallo zu sagen. Noch ein paar Mal schlafen, dann kann jeder Zoobesucher, der Wilhelma in Stuttgart, seinen eigenen Koala-Moment haben, wann immer er oder sie will. Nee, wir müssen ja auch ein bisschen gucken, wo du hier bist, gell?
So, Pop ist wieder an dem Baum. Wir sind auf jeden Fall dabei.